Wozu brauche ich so viel Klopapier? Einer niest und 50 scheißen sich in die Hose, oder wie? Ich sag schnell, ich bin schneller. Hallo, ich bin Lelano und ich wollte eigentlich was einkaufen gehen, aber alles ist weg. Mann, ich hasse Corona. Ohne Essen werde ich so Furie. Ich habe eigentlich immer Hunger. Als ich nichts anderes Essbares gefunden habe, weil ich das davor schon alles aufgefuttert habe, habe ich mir Klopapier genommen und habe ich mir Kakaozucker gemacht und das habe ich dann aufgegessen. Trotz Corona habe ich natürlich nicht Angst, in den Puff zu fahren. Viel größer ist die Angst, dass ich in den Puff fahre und keiner dieser Huren mit mir ficken möchte, aus Angst vor Corona. Niemals in meinem ganzen Leben ist das die Realität. Der Puff hat einfach zu. Der hat einfach zu. Also das ist jetzt echt eine Frechheit. Nimmt uns die Supermärkte, nimmt uns die Apotheken weg. Aber ihr könnt uns doch nicht den Puff. In Corona-Typen stehen und die können ins Gesicht spucken und die können mich anstecken und mir passiert trotzdem nichts. Warum? Weil ich ein gutes Immunsystem habe. Das müsst ihr mal verstehen, okay? Es können 10 Corona-Chinesen und 20 Italiener, Corona-Italiener, können mir ins Gesicht spucken, ja, wenn sie wollen, mich sogar anwichsen, ins Gesicht rein, okay, und können mir diesen Virus geben, aber das macht mir nichts. Mir macht's nichts, okay? Ich bin reich, du auch genauso viel verdienen willst wie ich, jeden einzelnen Tag 35 Rollen Klopapier, dann swipe jetzt ab. Und komm in die Gruppe! Ich kenne einen Ort, dort ist es so wunderschön. Dort will ich nie mehr fort, nie mehr nach draußen gehen. Zu Haus, zu Haus, zu Haus! Noah! Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did... Larry! Angstmacherei, Kontrolle, uns vorschreiben, was wir zu tun haben, was wir nicht zu tun haben, Freiheit einschränken. Ich war heute Morgen kurz nach Ladenöffnung im Einkaufen. Die Regale waren schon wieder fast leer. Dann kam einer raus mit einem vollen Einkaufswagen, Milch, WC-Papier und was weiß ich. Die Leute sind alle auf ihn zugestürmt und haben gefragt, ob er was abgeben kann. Sie wollten Spaghettis und so Zeug. Und der hat alle fortgejagt. Dann habe ich gedacht, ja komm, geh mal hin und frag mal freundlich.
Und dann bin ich auf ihn zu und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, gerne. Dann hat er mir hier Schokolade für die Kinder gegeben, ein bisschen Milch, Erbsen, Tomaten, Spaghetti und WC-Papier. Da habe ich jetzt halt keinen Platz, also war voll okay der Typ. Ich habe einen Kumpel, der arbeitet am Robert-Koch-Institut, auch bei der Virologie. Und sein Vorgesetzter hat ihm was mitgeteilt und der hat mir netterweise das auch mitgeteilt und meinte, ich soll das verbreiten. Also ihr sollt das auch auf jeden Fall verbreiten, die Nachricht. Nämlich da, wo das Robert-Koch-Institut ist, gegenüber hat ein neuer Dönerladen aufgemacht, der soll richtig Bombe sein. Das allererste, ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen Köftespieß, weißt du? So einen schönen Köftespieß. Kolbstraße, ein Köftespieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Hawal, gib mir einfach nur einen Köftespieß. Dazu einen schönen frischen Eidern aus dieser Maschine, weißt du? Wo man den selber so All-You-Can-Drink-mäßig zapfen kann. Und dann ein Handy besorgen, Mann. Ich brauche ein Handy, Mann. Ich brauche ein Handy.